voll schön hier. Sonnenuntergang. Schaut mal, so sieht das aus, da wohne ich ganz oben drin. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Bergen und dem Meer, würde ich immer das Meer wählen. Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man vielleicht erkennen kann, liege ich noch im Bett. Ich bin gerade erst aufgewacht und werde euch heute in meinem Tag mitnehmen. Ich habe nämlich heute frei. Für alle die vielleicht neu hier sind auf meinem Kanal. Hi, ich bin Jana. Ich reise jetzt seit 3,5, 4 Jahren um die Welt. Lebe jetzt gerade in Fehmarn hier für die Saison. Ich arbeite hier in der Gastronomie. Was auch erklärt, warum ich total müde bin und mich sehr über meinen freien Tag freue. Das Pfingstwochenende ist vorbei. Wir haben es geschafft. Es war sehr, sehr voll. Die Insel war sehr voll. Wir hatten so viel zu tun. Und ich bin total müde. Wie man vielleicht sehen kann, es ist in dem Zimmer hier schon mega hell. Die Sonne scheint rein. Es ist mega schönes Wetter. Ein Glück. Wie gesagt, ich nehme euch heute so ein bisschen mit und möchte allgemein über das Thema Regeneration sprechen. Was tue ich, wenn ich frei habe und wenn ich total kaputt bin? Die erste Sache, die ich tue, ist, dass ich mir keinen Wecker stelle, sondern ich einfach ausschlafe, sodass mein Körper sich den Schlaf nehmen kann, den er braucht. Es ist mittlerweile 8.30 Uhr. Ja, und normalerweise stehe ich immer so, oder ich versuche es, um 6:30 oder 7 aufzustehen. Doch heute einfach mal nicht. Heute gebe ich meinem Körper das, was er braucht und lasse den Tag ganz entspannt starten. Ja, ich werde heute was ganz Entspanntes machen, einen ganz entspannten Flow, ein bisschen meditieren, in Verbindung treten mit mir selbst, schauen, wie ich mich fühle. Ja, und dann kann der Rest des Tages ganz entspannt starten. Okay. Meine Incense anmachen. Ja, ich denke, es ist mal Zeit für Frühstück. Das ist tatsächlich etwas, worauf ich auch achte, wenn ich frei habe. Denn im Restaurant haben wir oft keine Zeit zu essen. Oder wenn was da ist, ist es sowas wie Pommes oder Bratkartoffeln oder irgendetwas Ungesunden. Deswegen versuche ich an meinem freien Tag selber zu kochen und so gesund wie möglich zu essen. Ich habe mich hier auch schon umgezogen und ich habe mir ein Bikini sogar drunter. Just in case, falls ich nachher schwimmen gehen will. Ich werde mich, denke ich, auf jeden Fall an den Strand legen. Aber erstmal machen wir Frühstück. Ich war vor ein paar Tagen einkaufen. Ich habe alles dafür ein richtig geiles Porridge. So sieht mein Frühstück aus. Ein paar Haferflocken. Und Früchte und halt dieser Alpro-Joghurt, den ich mega lecker finde. Der ist mit Kokos. Sieht immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Aber es soll ja schmecken und nicht unbedingt schön aussehen. Probe. Lecker. Das hier ist übrigens das Haus, in dem ich wohne. Schaut mal, so sieht das aus. Da wohne ich ganz oben drin. Wie schön ist das bitte? Das ist so ein riesen Bauernhof hier. Das ist der Garten, in dem ich stehe. Da hinten geht das noch alles weiter. Und direkt daneben an ist auch ein Pferdestall. Ich wollte die Tage auf jeden Fall mal fragen, ob ich da vielleicht sogar reiten gehen kann. Aber ja, erstmal wollte ich mich ums Kitesurfen kümmern. Ich war gestern auch das erste Mal kiten. Dazu werde ich auch einen Vlog hochladen. Ich habe das alles gefilmt mit meiner GoPro. So sieht das Haus hier von vorne aus.
Wenn ich mein Auto starte, hört sich das immer an wie so ein kleiner LKW. Wegen dem Wind hier draußen. Ich stehe ja gerade direkt am Meer auf so einem Stein. Irgendwas macht das Meer mit mir. Sobald ich am Meer bin, bin ich immer viel gelassener und entspannter. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Bergen und dem Meer, würde ich immer das Meer wählen. Mein kleiner Smart, Chico, der schlägt sich tapfer zwischen den ganzen Campervans da. Voll schön hier. Sonnenuntergang. Soll ich dich filmen? Ja, wenn du willst. Du hast sogar Willst du was erzählen? Du hast sogar Haare in dem Mikrofon drin. Meine Haare. So, hi, ich bin's. Der Joe hier hinter der Kamera, bester Kameramann. Sieht man nicht voll. Ich hänge hier gerade mit Jana ab am Strand. Wo sind wir jetzt? In Bojendorf. In Bojendorf. Sonnenuntergang gucken. Ich glaube, ich bräuchte dauerhaft so einen Kameramann, das wäre viel einfacher. Warum wäre das einfacher? Weil ich mich dann selbst nicht filmen müsste. Und sondern der andere nur das filmt, wo ich hinlaufe und was ich tue. Und dann kann man sich mehr auf den Moment konzentrieren als auf die Kamera. Und wie ist der Moment? Schön. Schön. Du gehst voll auf im Vloggen. So, okay, wir haben noch eine, du musst selbst vloggen. Hier, wir haben noch was richtig Geiles dabei. Eine Ukulele. Ach ja, ich weiß gar nicht, ob die das auf YouTube wissen, dass ich Ukulele spiele. Ja, YouTube, wisst ihr das schon? YouTube. Wenn nicht, ja, YouTube wisst ihr schon, dass ich Ukulele spiele. Wenn nicht, dann werdet ihr es jetzt gleich herausfinden. Nee, das filme ich nicht und stelle das nicht online. Wie? So weit bin ich noch nicht. Das ist gerade Livestream, so ist das jetzt hier. Nee. So weit bin ich noch nicht. Spiel mal das.